Was geht ab, Leute? Nerdolet Games und willkommen zurück zu Bloodborne. Hier sind wir auch schon. Na, Bursche. Kann ja immer wiederkommen, ne? Deswegen wird es ziemlich lustig mit uns beiden. Dieser ey, das ist so ein Sack. Der soll aufhören, immer nach hinten zu schlagen. Ja, da kann ich nichts machen. Die Attacke kann ich mir komplett sparen. Boah, der erste Versuch war so genial. Er hat sich kaum gewehrt. Habe ich draufgeballert ohne Ende. Ja, wenn man ein Schild hätte. Das wäre so viel einfacher. Wobei, ich habe ein Schild. Ich weiß aber nicht, ob ich das aktiv einsetzen kann. Ich habe da so ein komisches Holzschild. Guck mal, wie das funktioniert. Kann ich gar nicht. Hier, Holzschild. Und jetzt? Oh, nee. Oh, ich wollte mich schon heilen. Gut, dass ich es nicht getan habe. Das ist die Pistole. Da. Ich kann mich auch... Oh, cool. Versuchen wir es mal. Upsa. Ja gut, egal. Ich denke, der haut mir das Schild kaputt und ich verliere millionenfach Ausdauer. Ausweichen ist immer besser, immer. Ich mache sowieso wenig Schaden mit der kleinen Axt. Ja, super. Brauche ich gar nichts machen. Diesmal springt er auf mich zu, ich bin gleichzeitig gesprungen, das war's. Boah, es geht so schnell. Das geht so schnell. Ich hoffe, der springt nicht nochmal. Ja, er springt nochmal. Oh! Wie habe ich das denn gemacht? Während der angegriffen hat wahrscheinlich. Das macht ja Schaden, Alter. Ja, toll. Ich hab doch verteidigt. Ich glaube, das kann ich mir komplett schenken mit dem Verteidigen. Aber wie viel Schaden ich dem gemacht habe. Wow, guckt euch das mal an. Es gibt so bestimmte Punkte, wenn er gerade angreift oder wenn man den am Bein trifft oder so, dann macht das mächtig Schaden. Das waren 2, 3 Angriffe vielleicht. Also man muss richtig treffen. Entweder, wie gerade gesagt, während er angreift oder halt ein bestimmtes Körperteil. Ey, du, das gibt's nicht. Ey, die verschissene Ratte in der Luft, ey. Wow, jetzt kann ich mir den Versuch eigentlich schon schenken. Bitte nicht springen. Na, da eine Seite am Bein, da ist doch irgendwas. Ja. Oh je. Ich bin viel zu gierig mit dem Angreifen. Ja, wenn wir diese Blase auf jeden Fall kaputt machen, richtig viel Schaden. Dämliche Ratte. Einfach in der Luft hat die mich abgefangen. Da ist halt Viech wieder. So. Was? Witzig, ich treffe den da gar nicht. Jetzt. Ey, hast du einen Ausweicher? Mein Gott, ich habe keine Strategie, wie ich an den Boss drangehen kann.
Bin ich zu weit weg, ist nicht gut. Komm ich nicht dran. Gehe ich näher ran, dreht er sich einmal komplett rum. Eieiei. Ich mach das Schild erstmal weg, das irritiert einen voll. Kaboom. So. Obwohl, lassen wir es mal klein. Ich treffe das kleine Teil da am besten. Mies, ey. Wow! Das ist so mies! Ich verstehe gar nicht, warum der nicht ausweicht, wenn ich drücke. Irgendwie ist da so eine kleine Verzögerung drin. Schieb es auf die Controller-Sache. Oh, da wird viel gestorben noch. Der ganze Part wird gestorben und der nächste auch noch. Weiß nicht, warum man so verzögert ist. Du Mistviech! Boah! Die Route geändert. Die lernen langsam. Ich weiß gar nicht, ob ich den packe mit meinem jetzigen Equipment oder was. Ich habe keine Ahnung. Toll. Ich habe eine hohe Reichweite und ich treffe den nicht. Der erholt sich nicht. Der erholt sich nach dem Schlag nicht schnell genug. Na, ohne zu heilen werde ich wahrscheinlich hier nicht durchkommen. Kann man knicken. Vielleicht mache ich auch gleich einfach weiter in der Main Story. Jetzt macht er gar nichts. Springe ich nach vorne. Ich kann ihn ja nicht stunnen. Oh, mach noch 5 Attacken. Ganz kleines Zeitfenster. Drei Attacken, dann kann ich einmal angreifen. 1, 2, 3. Da macht er eine 4. Attacke. Wow. Geht's noch beschissener. Es ist so wie 2, 3, 4. Hat er wieder 3 gemacht. Ich warte ab, bis der 4 macht, dann... Mann! Damit habe ich doch nicht gerechnet. Ich dachte, er macht das nur am Anfang. Oh, die Hälfte. Wird immer besser. Ah, das kann ich ohne Heilung, kann ich das knicken. Auf jeden Fall. Wenn ich so 10 Blutfiolen habe, dann können wir das nochmal probieren. Ich hoffe, dass ich aber nicht das Gerät nochmal aufmachen muss. Ich versuche es auf jeden Fall noch ein paar Mal. Wenn nicht, dann gucken wir, dass wir eine Story weiterkommen und ich ein paar Blutfiolen kriege. What up? Hast mich vermisst? Keine 4. Man macht der 4, man macht der 3. 1, 2, 3. Boah! Alter, wann soll ich denn angreifen? Da war komplett der falsche Zeitpunkt. Gucken wir mal. Ein paar Mal probiere ich es noch. Der
Dämliche Ratte, dämliche Ratte. Schnell hoch! Der untote Riese. Spring nicht! Schlag nicht! Bleib einfach stehen! Lass dich bearbeiten! Ich spring gleich wieder rein und bin tot. Oh Gott, der treibt mir in die Enge. Jetzt. Ich hab nicht die Seite getroffen. Wow, da hat er mir meine gefegt. Ja, ich mach's noch einmal. Das hat keinen Sinn mit Heilung. Damit müssen wir es probieren. Die dämlichen Ratten. Ich werde nie vergessen, wie die Ratte mich an der Leiter abgefangen hat. Ja. Ja, ich lasse es sein. Es geht gar nicht. Okay. Sorgen wir für Heilung und dann können wir es eventuell versuchen. Er macht zwei Schläge, da bin ich ja schon weg. Nur nicht mal. Gut, gehen wir zurück. Gehen wir mit der Hauptstory weiter. So, Leveln brauche ich nicht, wir gehen zurück. Kirche des guten Kelchs. Haben die bluthungrige Böschchen besiegt. So, nach 6 Versuchen, obwohl ich die hätte schon beim ersten Mal schaffen können. Sagen wir beim zweiten Mal. Beim ersten Mal bin ich abgehauen, weil ich meine Seelen nicht verlieren wollte. Ich sag immer Seelen. Blutechos. Jawohl. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich höre erstmal meinen langen Stab raus. Ja. Gucken lohnt sich. Oh, habe ich gar nicht mehr equipped. Sobald man das aufgebraucht hat, natürlich ist es dann nicht mehr equipped. Zack. Was war das? Blutbestien-Tablette? Riesige Arzneikugel, die kurzzeitig Bestientum verleiht. Okay. Was bringt das? Jetzt habe ich Bestientum. Super. Ich bin am Dampfen. Ist genau so, wie wenn ich Knoblauch esse. Dann dampfe ich auch immer so. Ja, gut. Geht es hier auch irgendwie weiter? Ich habe das Ding jetzt hier ausgelöst. Ne, hier geht's nirgends so weiter. Ich dachte, hier geht's irgendwie so hoch oder so. Hm. Sieht aus, als ob wir da rein könnten. Verrückt. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Ich gucke mich lieber gut um. Ne, scheint nicht der Fall zu sein. Hier lag noch Gegengift. Hätten wir auch gegen den Boss verwenden können, aber ne. Okay, muss ich nach einem anderen Weg suchen. Mal an die Seiten gucken. Nichts, nö. Hm, das ist merkwürdig. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier irgendwie was ist. Na gut, gehen wir raus. Hinweise ansehen. Den brauche ich jetzt auch. Zeit für Medizin, das stimmt. Wobei ich nicht wirklich Medizin verwendet habe. Wo könnten wir denn noch lang gehen? Hm. Jetzt erwartet mich hier oben wieder der Köter. Hier hinten war ich auch schon. Ich weiß, wo wir noch lang gehen können. Wir müssen den Jäger oben auf jeden Fall noch auf dem Dach killen. Und da ging noch ein kleiner Weg da weiter. Ich weiß aber nicht, ob das der Hauptweg ist. Schauen wir mal. Ja, der weicht nach hinten aus. Toll. Ganz, ganz toll. Wieso geht denn alles daneben? Töten.
Warum soll ich auch eine Blutviole bekommen? Eigentlich hätte ich auch, das, naja, ich hätte eigentlich auch zurück zu dem Jäger-Dingens gehen können. Weil, darauf habe ich keine Lust. Scheiß Hunde. Shit, soll ich das tun? Ich weiß es nicht. Muss ich aber einen riesigen, weiten Weg laufen. Ich kann auch da oben lang. Aber da komme ich, glaube ich, nicht mehr hoch. Ja, wir gehen zurück. Ist einfacher.